der sich schon letzte Woche auf dem Kohlenmarkt hatten. Wir haben nur diese Woche viel, viel mehr Menschen erwartet. Und deshalb sind wir hier auf den Schlossplatz ausgewichen. Es geht um den Konflikt Israel-Palästina und dass eben Palästina auch ein Recht hat, zu existieren. Und ja, es ist ein bisschen schwierig. Wir hatten eben hier schon eine Diskussion. Beide haben bombardiert, beide haben sich völkerrechtswidrig falsch verhalten. Und dennoch, Israel ist der stärkere Ungleich. Es geht gegen die Regierung Israels und nicht gegen Juden, sage ich ja ausdrücklich. So, des Weiteren weise ich auf unsere Auflagen hin. Wir müssen Mundschutz haben und müssen genügend ach, das machst du. Alles klar, dann brauche ich das nicht zu machen. Und Frau Dr. Ute Lampe wird jetzt darauf hinweisen und wir hören nachher einige Texte. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Ute Lampe, ich bin vom Friedensbündnis Braunschweig, ebenso Brigitte Konstein-Gülden, die gerade die Versammlung eröffnet hat. Und ich verlese die Versammlungsverordnung, die bitte einzuhalten ist. Jeder Versammlungsteilnehmende hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Hiervon ausgenommen sind Personen, denen aufgrund von Vorerkrankungen wegen des höheren Atemwiderstandes das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist. Dies ist gegenüber polizeilichen Einsatzkräften vor Ort auf Verlangen durch ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft zu machen. Ebenfalls ausgenommen sind Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres. Jeder Versammlungsteilnehmende hat einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen bzw. Teilnehmenden einzuhalten. Dies gilt nicht nur für Personen, die dem gleichen Haushalt angehören. Der Bereich der Kundgebung ist durch eine gut erkennbare Markierung, das ist das Flatterband dort hinten, zum Beispiel durch Flatterband abzugrenzen und deutlich zu machen. Die Versammlungsteilnehmenden haben sich innerhalb dieser Markierungen aufzuhalten. Durch die Durchführung der Versammlung werden aus Reihen der Organisatoren Ordner gestellt. Sie sind mit gelben Westen erkenntlich. Diese werden einheitlich mit Armbinden mit der Aufschrift Ordner ausgestattet und haben während der gesamten Ordnertätigkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Personen, die eine Ausnahme müssen sie geltend machen, dürfen nicht als Ordner eingesetzt werden. Also Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung haben, dürfen nicht als Ordner hier eingesetzt werden. Die Ordner werden in ihren Aufgaben eingewiesen, insbesondere auf die Beachtung der Beschränkungen dieses Bescheides. Das händische Verteilen von Informationsblättern und Zetteln ist untersagt. Aber es gibt die Möglichkeit, hier Informationsmaterial aus dem Karton herauszunehmen. Eine Lautstärke der Schallverstärker von maximal 90 dB darf nicht überschritten werden, gemessen in einem Meter Abstand von der Emissionsquelle entfernt. Die Lautsprecheranlagen sind dementsprechend einzustellen. Nach der Eröffnung der Versammlung hat der Leiter den Versammlungsteilnehmern unverzüglich die in dieser Verfügung angeordneten Auflagen bekannt zu geben. Das habe ich damit getan. Die Versammlungsleiterin, der Versammlungsleiter hat während der Versammlung für Ordnung zu sorgen, insbesondere teilnehmende Personen, die die Versammlung stören, zur Ordnung zu rufen und für die Wahrung der Friedlichkeit der Versammlung sowie für die Beachtung der Inhalte der versammlungsrechtlichen Verfügung Sorge zu tragen. Ja, so, damit habe ich die Anordnung verlesen. Ich bitte Sie auch entsprechend einzuhalten. Warum stehen wir hier? Weil bis vor kurzem sowohl vom Gazastreifen als auch von Israel Bomben gegen
Gaza und gegen Israel gefeuert worden. Dieser Krieg ist unsinnig und er wurde von beiden völkerrechtswidrig geführt, indem Wohngebiete von beiden Seiten bombardiert wurden, zudem Medienvertreter von Seiten Israels und deren Sendezentralen. Beide Seiten müssen sich dafür verantworten und es bedarf einer Aufarbeitung durch den Internationalen Strafgerichtshof. Es wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt, der, wie wir alle wissen, brüchig ist. Und deshalb stehen wir hier, weil wir uns dafür stark machen und dafür aufrufen, dass die internationale Staatengemeinschaft sich hier für einen langfristigen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt. Und für ein Existenzrecht beider in friedlicher Koexistenz sorgt. Dass beide Seiten angesichts der Toten und Verletzten von einem Sieg sprechen, ist zynisch. Jeder und jede Tote und Verletzte sind einer zu viel. Wir beklagen alle Opfer auf beiden Seiten. Denn auch ein Krieger wird nicht dazu geboren, sondern er wird dazu gemacht. In diesem Konflikt hat die Staatengemeinschaft versagt. Die UN, wie auch die USA, Europa und natürlich auch Deutschland, die einseitig hier Stellung beziehen in Bezug auf Israel und die israelische Politik und diese auch noch unterstützen. Es ist berechtigt, wenn sich ein palästinensischer Verhandlungsvertreter nicht mit Heiko Maas an einen Verhandlungstisch setzt. Denn wie kann ein Vertreter erst ernst genommen werden, wenn er schon vorab einseitig Position bezogen hat? Dieser Konflikt ist asymmetrisch aufgrund der unterschiedlichen Stärke der Parteien als auch der Unterstützenden. Weil die Palästinenser haben insofern auch ein Verteidigungsrecht, in dem Israel sowohl den Gazastreifen blockiert und das schon seit 14 Jahren und dort ein Aus- und Einreisen in dieses Gebiet nicht möglich ist. Zudem hat die israelische Regierung alle Macht, das Wasser oder auch die Energieversorgung dort zu steuern. Jahrzehntelang gibt es die Besatzung des palästinensischen Landes und Jerusalem. Und trotzdem setzt sich die internationale Staatengemeinschaft nicht eindeutig dafür ein, dass es hier zu einer friedlichen Lösung kommt. Es wird das Engagement von allen Seiten gefordert, von den USA, Europa und Deutschland. Ich möchte hier aus einem Interview zitieren von Helga Baumgarten. Sie ist emeritierte Professorin der Biersite Universität Westjordanland. Sie macht auf zwei Punkte aufmerksam. Israel hält Palästina seit mehr als 50 Jahren besetzt. Das ist eine langwierige Geschichte. Ständige Gewalt gegen die Palästinenser, durch die israelische Armee, durch Siedler, ökonomische Gewalt, alltägliche Gewalt an Checkpoints. Wo Palästinenser festgehalten werden, Vertreibung aus den eigenen Häusern, die Enteignung von Land und die Zerstörung von Häusern und natürlich auch die Blockade des Gazastreifens. Palästina wird kaputt besetzt und es steht vor einer Explosion. Und natürlich gibt es den kurzfristigen Konflikt. Diese sinnlose Eskalationspolitik Netanjahus. Warum muss das Damaskustor während des Ramadans für Versammlungen abgesperrt werden? Warum gibt es die Polizeigewalt, das Eindringen in den Al-Haram al-Sharif? Der Kristallisationspunkt hat zu diesen Angriffen von Seiten Gazas auf Israel geführt. Es bedarf massiven Engagements seitens der internationalen Gemeinschaft, dass dieser Konflikt
endlich befriedet wird und dass beide Seiten zu ihrem Recht kommen. Deutschland muss mit seinem engsten Freund reden, und zwar Tacheles reden, mit Israel und auch mit den anderen Parteien, natürlich der Hamas. Auch Deutschland hat Kontakte zu Hamas. Die Vertreibung müssen gestoppt werden und die unheilvolle Besetzung muss ein Ende haben. Dankeschön. Herzlichen Dank, liebe Ute. Das war sehr hilfreich, wer genau zugehört hat. Das hoffe ich, ist ein bisschen schwierig hier bei dem Sturm. Aber da war eben ganz viel drin, was ganz wichtig ist. Und jetzt. Ich dachte, es können auch Palästinenser sein. Okay, jetzt möchte erst Dr. Helmut Käs reden. Ich weise nochmal darauf hin, dass Herr Dr. Käs derjenige ist, der immer ganz viel Zeit investiert und überhaupt dafür gesorgt hat, dass diese Veranstaltung stattfindet. Danken wir ihm mal dafür. Und nun darfst du reden, Helmut. Ja. Hallo. Ja, ich wollte darauf hinweisen, also auf eine Rede von auf ein Schreiben von Adam Keller, einem Israeli von Gush Shalom, von der Organisation, zu der Uri Avmiri gehörte. Der hatte vor 2 Tagen eine Art Gedicht geschrieben und hat geschrieben, aus Kollateralschäden werden Kriegsverbrechen. Unsere Bombardierung des Gazastreifens ist moralisch, schrie der Premierminister, als ob es ihn interessiert. Wir tun alles, um Schäden an Zivilisten zu vermeiden, so sagt er. Nun, vielleicht versuchen wir es. Aber wenn man 450 Bomben in einer halben Stunde abwirft, die jeweils eine ganze Tonne wiegen, in einem dicht gesiedelten Stadtgebiet, gibt es keinen Weg zu vermeiden, Frauen und Kinder zu töten. In weit größerer Zahl als die Israelis, die von Hamas-Raketen getötet wurden. Mit solchen Bombardierungen geht es weiter Tag für Tag, glücklicherweise im Moment nicht mehr, macht aus Kollateralschäden ein Kriegsverbrechen. Genug ist genug und mehr als genug. Es ist höchste Zeit, diesen Wahnsinn zu beenden. Dr. Hees, auch das können wir alle hoffentlich nur unterstützen. Und es geht eben darum, jetzt irgendwie zu gucken, wir müssen diese Region befrieden, denn auch wir sind gefährdet. Wir denken immer, ach, das ist ja weit weg, sollen die sich da mal die Köpfe einschlagen. Also erstmal wollen wir das nicht, dass andere Leute sich befrieden. Aber der Funken kann ganz leicht überspringen. Und ich weise nochmal auf das Manifest von Einstein und Russell hin, die gesagt haben, wir dürfen nie wieder einen Krieg zulassen, denn jeder kleinste Konflikt kann zu einem großen Atomkrieg ausarten. Und das ist dann unser aller Ende. Überhaupt diese Aussage von Einstein und Russell sind der Grund, weshalb Dr. Gays angefangen hat, diese Veranstaltungen zu organisieren. Das müssen wir uns klar machen. Wir alle sind gefragt. Jeder Einzelne von uns muss gucken. Und wir müssen alle Bemühungen, die wir haben, friedlich miteinander reden, Verhandlungen haben, wie wir da eine Regelung finden. Eine Regelung, die für alle zufriedenstellend ist. Denn für die Palästinenser ist es im Moment nicht zufriedenstellend. So, und jetzt sehe ich, Dr. Köllisch möchte etwas sagen. Du hast das Wort. Danke, Brigitte. Mein Name ist Michael Köllisch.
Ich gehöre zum Braunschweiger Friedensbündnis und zu den internationalen Ärzten zur Verhinderung des Atomkrieges. Ich möchte einmal ein Statement von Sevim Dagdelen von der Partei Die Linke verlesen. Ist also nicht von mir, aber das ist ein guter Text. Die Linke begrüßt die zwischen der israelischen Regierung und der Führung von Hamas und islamischen Dschihad vereinbarte Waffenruhe als notwendige Voraussetzung für einen gerechten Frieden im Nahen Osten, erklärt Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss. Die Beendigung der völkerrechtswidrigen israelischen Annexions-, Siedlungs- und Besatzungspolitik im Westjordanland, in Ostjerusalem und auf den Golanhöhen ist unabdingbare Voraussetzung für eine Lösung des Jahrzehnte währenden Konfliktes und das friedliche Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Die Bundesregierung muss sich jetzt zusammen mit den Partnern in der EU und den USA für die umgehende Umsetzung der entsprechenden UN-Resolutionen einsetzen. Der Stopp deutscher Waffenexporte in die Krisenregion ist überfällig. Das gilt für Israel wie für das NATO-Mitglied Türkei und die Golfdiktatur Katar, die als Unterstützer der islamischen Hamas, als bewaffneten Arm der Muslimbrüderschaft in Palästina auftreten, um ihre eigene autoritäre Herrschaft zu sichern. Die Bundesregierung sollte dagegen endlich die Initiative ergreifen für eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten. Regionale Kooperation zur Herstellung von Sicherheit und Stabilität ist nicht zuletzt auch im Interesse Israels. Die Linke steht weiter solidarisch an der Seite, insbesondere all jener in der Region, die sich für eine Friedenslösung und gegen Gewalt in Israel und in den palästinensischen Gebieten einsetzen. Danke. Dr. Kellisch, und jetzt ist es ein bisschen anstrengend, weil wir eine Rede nach zwei anderen hören, aber anders geht es nicht. Und ich bitte Sie und euch, ganz weit die Ohren aufzusperren, dass wir uns hier konzentrieren. Und jetzt möchte Herr Paul Deutsch etwas sprechen. Sie haben das Wort. Also, ich bin Paul Deutsch von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands und vertrete auch das internationalistische Bündnis hier in Braunschweig. Wir sind klar anti-imperialistisch, antifaschistisch und unterstützen den Freiheitskampf aller Völker in der Welt. Und das gilt auch für Palästina und das palästinensische Volk. Klar abgrenzen tun wir allerdings uns von verschiedenen faschistischen und imperialistischen Kräften, wie der Hamas, ne, oder auch deutsche Faschisten oder türkische Faschisten, die immer mit der Erdogan-Fahne oder der türkischen Fahne hier rumlaufen, ne, die missbraucht werden in den Medien, um diesen ganzen Kampf hier für die Freiheit für Palästina zu verunglimpfen. Und ich finde, wir müssen uns davon natürlich auch ganz klar abgrenzen, genauso wie von den deutschen Faschisten. Diese jeweiligen Kräfte vertreten nur, sind nur Stellvertreter für verschiedene faschistische und imperialistische Regimes. In der ganzen Region gibt es eine Auseinandersetzung und einen Krieg um die Vorherrschaft. Israel ist einer der Hauptkriegstreiber in der Region. Dazu gehört aber auch die Türkei, dazu gehört auch der Iran. Und überall stehen andere imperialistische Kräfte dahinter. Wie zum Beispiel hinter Israel auch die deutsche Bundesregierung, das deutsche Finanzkapital, genauso wie die Amerikaner. Deshalb verunglimpfen sie uns hier als linke Antisemiten, weil wir uns erlauben, Netanjahus aggressive imperialistische Politik zu kritisieren. Es muss doch wohl möglich sein, dass Palästina und Israel gemeinsam in einer Zwei-Staaten-Lösung friedlich zusammenleben. Wir sind darüber hinaus, um gegen dieses ganzen imperialistische Weltgeschehen gemeinsam was zu tun, haben wir dieses Bündnis gegründet hier in Deutschland. Wir kandidieren auf zur Bundestagswahl. Freiheit für Kurdistan und Freiheit für Palästina. Aber wir müssen uns auch international weiter zusammenschließen. Deshalb gibt es
in der Welt ein Bündnis mittlerweile aus über 80 Organisationen, das die MLPD mit aufgebaut hat, in allen Kontinenten mittlerweile vertreten, um sich für eine grundlegende Veränderung in dieser Welt einzusetzen. Denn und sich darauf vorzubereiten, hier eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung für die Einheit von Mensch und Natur zu erkämpfen, das unserer Meinung nach der echte Sozialismus ist. Und dieses Bündnis und heißt ICOR. Schönen Dank. Danke. So, jetzt hören wir Emad. Das ist sein Vorname, habe ich gerade erfragt. Den Nachnamen kann ich leider nicht ansprechen. Ich hoffe, er ist nicht böse. Er ist der stellvertretende Vorsitzende hier der Palästinenser hier in Braunschweig. Und Emad, Sie haben das Wort. Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch herzlich. Danke für eure Teilnahme. Warum sind wir heute hier? Im Namen der Deutsch-Palästinenser Verein in Braunschweig betrauern wir den Tod von 14 Angehörigen eines Gründungsmitglieder und ehemaliger Vorsitzender der Deutsch-Palästinenser Verein und seine Frau. Letzten Sonntag, kurz nach Mitternacht, durch den Einsturz eines vierstöckiges Wohnhaus in der Mitte in Gaza, das ist eine Gegend, die eigentlich hier als sicher galt, wurde das Haus einfach mit israelischen Luftangriffen angegriffen und dabei sind Eltern, Kinder gestorben. Dies geschah nach der Aussage der wenigen Überlebenden ohne jeglicher Vorwarnung der Bewohner. Normalerweise verwarnt die israelische Luftangriffe, bevor jeder Angriff eines Hauses, dass die Leute 5 bis 10 Minuten Zeit haben, einfach das Haus leer zu machen, bevor das Haus bombardiert wird. Aber in dem Fall wurde leider keine Vorwarnung angesagt und das Haus wurde komplett bombardiert. Und an dem Nacht sind eigentlich 4 Häuser nebeneinander komplett abgestürzt und insgesamt sind mehr als 50 Tote als Ergebnis dieser Luftangriffe rausgekommen. Und wie gesagt, darunter sind ältere Leute, Frauen und Kinder. In dem Sinne würden wir euch einfach darum bitten, eine Schweigeminute jetzt zu halten, um unsere Braunschweiger, Mitbürger beizustehen, möge Allah die Toten dann einfach annehmen. Und ab jetzt bitte eine Minute, eine Schweigeminute. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Ina. Mein Name ist Angela Vorberg. Ich komme auch vom Friedensbündnis her und begrüße natürlich auch den Waffenstillstand. Aber ich denke, man muss auch davon ausgehen, wie die Situation in Gaza aussieht und wie die Situation in Israel aussieht. Und wenn man Bilder vom Gaza sieht, dann weiß man schon, dass vor einem Jahr eigentlich klar erklärt wurde, dass eigentlich der Gaza unbewohnbar ist und bei Israel eine andere Meinung. Aber okay, ich sage, wie gesagt, ein Gedicht von Erich Fried. Das ist natürlich, ja, gut. Was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr wirklich die übertreffen, die euch niedergetreten haben, vor einem Menschenalter in eurem eigenen Blut und in eurem eigenen Kot?
wollt ihr die alten Foltern jetzt an die anderen weitergeben mit allem blutigen, dreckigen Einzelheiten, mit allem brutalen Genuss der Folterknechte, wie unsere Väter sie damals erlitten haben? Wollt jetzt wirklich ihr die neue Gestapo sein, die neue Wehrmacht, die neue SA und SS und aus den Palästinensern die neuen Juden machen? Aber dann will auch ich, weil ich damals vor 50 Jahren selbst als ein Judenkind gepeinigt wurde von euren Peinigern, ein neuer Juden sein mit diesen neuen Juden, zu denen ihr die Palästinenser macht. Und ich will sie zurückführen helfen, als freie Menschen in ihr eigenes Land Palästina, aus dem ihr sie vertrieben habt. Danke. Ja, bin ich dran. Herzlichen Dank, Angela. Der Erich Fried sagt das ja sehr deutlich, sehr brutal. Und genau so ist es. Die Juden sind Opfer. Wir Deutschen haben da die Verantwortung zu übernehmen. Aber was ich eigentlich denke, wir Deutschen haben auch die Verantwortung zumindest mit zu übernehmen, dass die Juden nicht zu Tätern werden. Das sind sie bereits. Sie sind zu Tätern geworden. Und da finde ich, leistet Deutschland sehr, sehr wenig Unterstützung aus einem schlechten Gewissen heraus. Das ist ja auch berechtigt. Aber ich kann nicht, weil ich jemandem Schaden zugefügt habe und mir das leid tut, kann ich nicht gutheißen, dass der andere anderen Schaden zufügt. So, jetzt hören wir Herrn Dr. Sayed Tamassi. Und Sayed, du hast das Wort. Dankeschön, liebe Freunde, liebe Gaza-Freunde, liebe Palästina-Freunde, liebe Westjordanland-Freunde, die hier heute versammelt sind. Ich danke euch recht herzlich. Ihr seid hier, um zu zeigen, dass ihr für die Freiheit, für die Menschenrechte zu demonstrieren. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr heute zahlreiche erschienen seid. Ich möchte aber auch mich bei der Stadt Braunschweig für die Präsenz der Polizei bedanken. Die Polizei ist hier, um uns zu schützen, und wir müssen der Polizei auch die Forderungen nachgehen und folgen. Wir wollen keine Streit mit niemandem. Wir sind hier freundlich und lieb, und wir wollen nur auf die Situation in Palästina aufmerksam machen. Liebe Freunde, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, kennt ihr die Geschichte? Immer wieder, alle Jahre immer die gleiche. Immer wieder der Krieg in Palästina. In alle paar Jahren wiederholt sich die Situation. Kennt ihr die Geschichte mit das Reich der Haie und das Reich der Fische? Die Haie lebten in Europa. Die waren stark. Wo wurde das, die Geschichte abgespielt? In Palästina. Die Haie haben Macht, Geld, haben einen großen Einfluss auf das tägliche Leben in Europa. Diese wurde hier nicht mehr lang gerne gesehen,
wurde nicht toleriert. Daher wurden sie bestimmte Berufe nicht ausüben dürfen. Die durften nicht mit handeln. Die durften kein Geldverkehrungen durchführen. Also, sie werden hier und gegen sie gehetzt. Die Folge sind, diese Haie müssen irgendwo auswandern. Die haben einen Platz in Palästina gefunden. Diese Haie sind nach Palästina ausgewandert. Dort leben die Fische. Wir haben diese Haie aufgenommen, mit Herz aufgenommen. Die erste Wanderung begann 1882, weil der Antisemitismus wurde hier stark aufgeflammt und die mussten irgendwie von hier wegfliehen. Die zweite Wanderung begann 1904. Da wurden mehrere Haie nach Palästina gekommen. 1933, nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland, steigt die Zahl der Haie-Einwanderer in einem Drittel wieder gesprunghaft. Also immer wieder, diese Haie wurden von hier nach Palästina gewandert. Im 1947 wurde eine Stadt für die Haie gegründet, die heißt Stadt Israel. Dort Hai. Und 1947 wurde die Stadt Israel gegründet. Damals, liebe Freunde, sie haben 55% vom Land erobert, obwohl sie haben nur, die waren nur 33% der gesamten Bevölkerung und nur 7% von dem gesamten Land gehabt zu haben. Trotzdem bekamen sie 55% des Land Palästina. Das reicht diese Haie-Stadt nicht lang und führte 1967 einen weiteren Krieg und eroberte einen großen Teil von Palästina. Im 1948 wurden 78% des gesamten Landes an die Israelis gegeben. 1967 waren 78 genauso und 1995 war das Palästina mit 90% Israelis besiedelt. Die Palästinenser haben nur nicht einmal 12% des gesamten Landes. Das reicht nicht dabei und machten die Israelis diese Siedlungspolitik. Die siedelten sich überall und überall. Die Palästinaland wurde verstückelt, wurden nur wie ein Käselöcher überall Siedlungen, Checkpoints. Die Palästinenser haben überhaupt kein Recht mehr. Die Palästinenser werden unterdrückt. Die Palästinenser konnten sich nicht irgendwo sich frei bewegen können. Dann bauten sie den Apartheid-Mauer. Die Berliner Mauer wurde gebaut. Die Mauer klaute noch mehr Land von den Palästinensern. Die Mauer teilte das Palästinaland. Du hast deinen Bruder da, auf der anderen Seite dein Onkel oder dein Cousin, kein Verwandter. Also du hast keinen mehr Zusammenhalt der Familie. Meine liebe Freunde, dann kam 2005 zu Auszug der israelischen Besatzung aus dem Gazastreifen. Damals wurden Wahlen gehalten und dabei siegte die Hamas.
an die Macht und seitdem ist Gazastreifen seit 2006 von der Welt abgetrennt. In 2008 wurde das Gaza-Krieg gegen die Palästinenser bzw. gegen die Gazastreifen durchgeführt. Die israelischen Kampffahrzeuge, Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zum ersten Mal aufsteigen, mit ihnen die Apache und Cobra Hubschrauber. Die Israelis haben die Polizeistationen bombardiert, wie überall die Gazastreifen. Es ist der Beginn der sogenannten gegossenen Blei. Die israelische Armee wirft an diesem Tag, an einem Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, 100 Tonnen Bomben auf 110 Ziele ab. Sie töteten an einem Tag 225 Palästinenser. 14 Krankenhäuser wurden bombardiert. 26 Kliniken wurden beschädigt oder zerstört. 20.000 Privathäuser sind zerbombt worden. Mehr als 200.000 Menschen waren auf der Flucht. Über 1.500 Toten und 7.500 Verletzte. Darunter sind 13 Ärzte, 18 Rettungssanitäter und 23 Rettungswagen sind gestürzt worden. In diesem Krieg sind mehr als 1 Million Kilogramm Sprengstoff von Luftwaffen auf Gazastreifen geworfen worden. Mehr als 1 Million Kilogramm auf Gaza geworfen worden. Das ist unmöglich. Ich war da, ich habe das selbst erlebt, am eigenen Leib. Ich habe die Verletzte gesehen, da kann man nicht beschreiben. Uranium wurde eingesetzt, Phosphorbomben wurden eingesetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben die Leute operiert, wir haben das Blut eingestellt. Ein paar Stunden später bluteten die Leute wieder neu. Das waren diese Phosphor, immer wieder zum Verbrennung gekommen ist und die neue Wunden aufgeflammt. Das war dieser Krieg 2008. Das blieb aber nicht dabei. 2012 wurde noch ein Krieg auf Gazastreifen durchgeführt. Dabei sind 200 Häuser zerstört worden. 8000 Gebäude sind beschädigt worden. 42 öffentliche Bauwerke sind am Erdboden gleichgemacht. 300 Millionen Dollar waren geschadet bei der Palästinenser. 2143 Palästinenser sind getötet worden. Davon 263 Frauen, 576 Kinder, 231 Schulen sind zerstört worden. 6 Universitäten sind bombardiert. 17.000 Häuser sind zu Boden gemacht. 46.500 Menschen waren ohne Zukunft. 2014 kommt noch weiter zu einem Krieg. Dabei sind 17 Krankenhäuser beschädigt worden. 35 Krankenwagen sind direkt bombardiert. 23 getötete Personen waren Ärzte und Sanitäter. 83 Personen, die im Bereich Gesundheit arbeiten, sind verletzt worden. Da war ich auch da. Da war ich auch präsent in Palästina. Ich erinnere an die Verletzte, an einem Kind, 12 Jahre alt. Der war zu Hause. Das Haus wird bombardiert. Seine Mutter, seine 4 Geschwister waren tot,
Er war im Krankenhaus. Er war nur mit einem Bein. Das andere Bein war nicht mehr vorhanden. Wir haben, schwöre ich euch, den Verband gewechselt ohne jegliche Betäubungsmittel. Wir haben nichts gehabt. Die Materialien waren verrostet, waren nicht da in Palästina nach so vielen Blockaden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 2006, Palästina-Gaza-Streifen, ist es von der Welt abgetrennt. Das Lebensverhältnis ist miserabel, ist katastrophal. Ich erinnere mich noch an diesen Krieg 2014, wo ich präsent war. Ich erinnere mich an dieses Mädchen, 13 Jahre alt. Sie liegt flach im Bett. Sie konnte keine Beine und keine Arme bewegen. Sie war im ersten Übergeschoss. Als es ein Geschoss im Übergeschoss kam, sie floh von oben zu unten unter dem Treppenhaus. Sie guckte vom Treppenhaus raus und bekam ein Geschoss im Nacken. Sie konnte nicht mehr bewegen. Weder Arme noch Beine, sie konnte nicht mehr schlucken. Das sind diese Kriege. Die modernsten Waffen werden eingesetzt. Kinder werden getötet, werden verletzt. Alles gegen die Palästinenser. Wir haben nichts verbrochen. Wir wollen nur in Frieden leben, wie alle Völker der Erde, ohne Krieg und ohne Streit mit niemandem. Das blieb aber, bitte, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht dabei. Am 11.09.2019 kündigte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu, im Falle, dass er ein Sieg oder besiegen würde, die Wahlen, der wird Jordantal wieder besetzen und nicht weiter an Jordan gehen. 2021, vom 10. Mai bis zum 21. Mai, wurde dieser ungerechte Krieg wieder auf die Gazastreifen geführt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, laut letzten Statistiken gab 230 Tote, 126 Erwachsene, 65 sind Kinder, 39 sind Frauen, mehr als 1760 waren verletzt. Mehrere Häuser sind zerbombt worden. Auch Häuser, wo Massenmedien, dass das Armenien dort schweigen müssen, wurde bombardiert worden. Also durfte auch die Massenmedien ihre Freiheit und ihre Wort nicht erkündigen. Deswegen wurde dieses Haus, wo das Massenmedien dort waren, wurde komplett zerstört. Hunderte von Familien sind obdachlos. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tragödie ist noch größer. Wir haben hier einen Freund, der unter uns ist. Der ist ein Arzt hier in Braunschweig. Sein Haus wurde komplett zerstört, bombardiert. 17 Menschen haben ihr Leben oder sind ums Leben gekommen. Davon hört man nichts hier. Das 17 Mitglieder der Familie sind alle tot. Alle sind weg. Viele Kinder sind da, sind gestorben. Was ist das? Was sind Medien? Wer hört uns noch in dieser Welt? Wir sind unser Schicksal anscheinend allein gelassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die Geschichte. Wir möchten klar, aber und deutlich hier darstellen, wir sind nicht gegen die lebenden Juden hier in Bundesrepublik Deutschland. Wir stehen Seite zu Seite mit ihnen. Wir haben mit den Juden hier überhaupt keine Probleme. Wir sind nicht Antisemiten, auf keinen Fall. Wir sind selber Semiten. Wir sind hier geboren, wir sind hier gewachsen und wir sind in Palästina auch weitgehend entwickelt haben. Also jeder, der versucht, uns am Munde mit Antisemitismus totzuschlagen, der hat verloren.
wir haben keine Angst. Wir haben nichts zu verlieren. Also wir sind freie Menschen. Meine liebe Freunde, wir sind gegen die Apartheid, die Unterdrückung sowie die Vertreibung der Palästinenser. Die Palästinenser haben Recht auf eine freie Stadt, auf eine Demokratie, auf eine Selbstentfaltung. Die haben das Recht, dass wir alle anderen Völker zu leben. Wir fordern die Massenmedien ihren Aufgabe, nicht einseitig und nicht pro-israelisch zu berichten auf. Aber wir fordern die deutsche Regierung, dass sie Druck auf den Staat Israel auszuüben, die Existenz der Palästinenser und das Recht auf einen freien Staat anzuerkennen. Liebe Freunde, Palästina, ich habe Sehnsucht nach dir. In dir sind meine Erinnerungen und meine Träume. Palästina, ich schreibe deinen Namen mit meiner Liebe, weil die Buchstaben dich nicht beschreiben können. Palästina, deine Liebe fließt in meinem Blut. Das gibt mir Kraft und Ausdauer. Ich danke euch, dass ihr alle heute gekommen seid. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und schöne Pfingsten und auf Wiedersehen. Tschüss und Servus. Herzlichen Dank, Dr. Tamassi. Ich bin noch mal darauf hingewiesen worden, und das hätte ich ja eh gesagt, Herr Tamassi ist Arzt, und für diejenigen, die es nicht wissen, er praktiziert noch hier, na, die Adresse darf ich jetzt nicht sagen, sonst mache ich Werbung, aber Sayed Tamassi hat vor einigen Jahren extra eine Ausbildung gemacht, ob jetzt direkt zum Chirurg, das weiß ich nicht. Aber er hat sich chirurgische Kenntnisse angeeignet im Krankenhaus Salzgitter. Und um seine Mitpalästinenser, die durch den Krieg verletzt werden, richtig behandeln zu können. Ich weiß das deshalb, weil ich durch ihn ins Krankenhaus Salzgitter gekommen bin. Ja, herzlichen Dank für diese ausführliche Rede. Und es hier aufzuzeigen, was Waffen mit Menschen machen. Jürgen Gresslin ist ein Einzelkämpfer, der sich mit den Waffenherstellern anlegt und denen zeigt, was Waffen anrichten. Dann sagen sie, guckt mal, sagt er, ich lade die ein. Guckt euch die einzelnen Menschen an, die durch eure Waffen verletzt werden. Und macht das ähnlich, wie Dr. Tamassi uns das geschildert hat. So, und jetzt noch ganz kurz in eigener Sache. Ich sitze hier ja so auf dem Präsentierteller. Das liegt daran, dass ich mich schlecht bewegen kann. Ich brauche eine neue Hüfte. Ich müsste mal wieder zu Sayed und Akupunktur holen. Sie haben eben mitgekriegt, das konnte ich nicht verhindern, dass ich eine junge Frau begrüßt habe, das und auch den Tränen nahe war. Das war eine ehemalige Pflegetochter. Und wir haben ganz viele schwere Jahre hinter uns. Und ich will mal sagen, es war vielleicht auch Krieg. Aber auch wir haben Frieden geschlossen. Und das, deshalb sage ich das, weil das auch für uns Einzelne immer wieder ganz wichtig ist, dass wir einzeln Frieden miteinander haben. Nur dann können wir es auch im Großen. So, und jetzt kündige ich nochmal Dr. Helmut Käs an. Er wird das Schlusswort haben. Äh,
So vor dem Schluss würde ich einfach darauf hinweisen, dass um 1 Uhr findet auch nebenan eine weitere Kundgebung vor Palästina-Solidarität. Also wer da dran teilnehmen möchte, der ist auch herzlich willkommen. Dankeschön. Hi. Ja, ich wollte nochmal, ich wollte erstmal mich bedanken dafür, dass ihr alle da wart und dass ihr sozusagen jetzt eine schöne Veranstaltung mit uns gemacht habt. Es war ein bisschen schwierig wegen dem Wind und so weiter, wegen verschiedenen Crashs, die passiert sind. Okay, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass eben Russell und Einstein hatten 1955 gesagt, es darf keinen Krieg mehr geben und es gibt immer noch Kriege. Aber jeder Krieg kann zur Vernichtung der gesamten Menschheit führen durch den Atomkrieg. Also es ist eine Riesenkatastrophe und so weiter. Also von daher, es darf keinen Krieg mehr geben. Deswegen machen wir jedes Jahr eine Veranstaltung im Juli zu diesem Thema. Wir brauchen Frieden für alle und wir brauchen auch angesichts der Krisen jetzt, der Klimakrise und der Militärkrise, der Friedenskrise, der sozialen Krisen, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Also von daher brauchen wir jetzt Frieden und dieses Jahr haben wir wahrscheinlich eine Chance, dass jetzt die Krisensachen sich so zuspitzen, dass wir eine Chance haben, dass wir einen Wechsel in der Weltpolitik hinbekommen. Also von daher versuche ich dazu anzuheizen, wir brauchen eine friedliche Revolution in dieser ganzen Welt. Okay, das war's. Und jeden Samstag treffen wir uns eigentlich im Kohlenmarkt, aber wir werden dann kurzfristig sagen, ob vielleicht nochmal irgendwas für euch Interessantes dabei ist und so weiter. Also von daher, okay. Achso, okay, kannst du zu Ende machen. Ja, damit beenden wir hier diese Veranstaltung. Ich danke allen Mitwirkenden, das habe ich letztes Mal vergessen, Dr. Ute Lampe, Dr. Kees, Saye, Dr. Tamassi, Emet, Angela Vorwerk und vor allen Dingen hier den ganzen Technikern, die hier stehen, das aufnehmen und hier für Mikrofonen gesorgt haben. Die kann ich nicht alle namentlich aufzählen. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie da waren und zugehört haben. Und trotz dieses tiefen Winters, den wir hier immer noch haben, ausgehalten haben und trotz des Windes. Und ja, wie gesagt, wir machen jeden Samstag eine Veranstaltung auf dem Kohlenmarkt. Und da sind Sie herzlich eingeladen. Wir haben ein offenes Mikrofon. Jeder, der möchte, darf da auch sprechen. Und wir freuen uns über Aktivitäten. Herzlichen Dank.